Dankeschön. Kann auch die Weingläser. Oh, und den Wein kann ich auch klönen. Den Wein kann ich klönen. Noch irgendwas zum Klauen? Irgendwie so eine Tasche, aber. Oh, F. Ah, F für Flashlight, ja klar. Aber hier kann man. Oh shit. Alter, die haben ein dickes Auto vor der Tür. Mach die Tür auf. Noch mehr Moneten. Moneten sind mal was wert. Weißt du das? Benutzen. Dokumente. Bilder. Nacktbilder. Nein, ich kann auf nichts sein. Nein, ich kann nur draufklicken. Manuelles Hacken. Bitte was? 3. 1. 2 und 5. 6. Verdammt. 6. 7. Shit. 8. Und die 0. Oh Mann, man kann die nicht angucken. Und da sehen wir ja die alte weggeklatscht hat und den Poolboy da. Gut. Dann fülle ich meine Galerie nicht weiter auf mit den Schandtaten des Täters. Was hat? This message didn't age well. He knows about us. Stay safe, my dearest. I hope to be with you soon. Er weiß von uns. Pass auf dich auf, mein Lieber. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ah ja, gut. Da steht auch nochmal auf Deutsch. Perfekt. Was ist hier? Nichts. Okay, dann müssen wir weiter in die Richtung wahrscheinlich. Öffnen. Ein Stuhl. Was? Reparieren. Oh. Tech Mogul Monthly. New face of social media, Mark Castle. Ach, Castle. Dachte der Hausbesitzer, kann das sein? So. Oh, shit. Beinahe hier in die Schalter reingelatscht. Erstmal hier säubern. Ah, oh, fuck, die Kuh. Will raus aus der Bude, die haben hier Geister. Die Toten bewegen sich, wenn ich denen zu nahe komme. Schnell sauber machen und verschwinden. Das ist keine Crime Scene, das ist eine Geisterszene hier. Die brauchen nicht mich, die brauchen den Exorzisten. Denn hier. So, mal eben dich mitnehmen. Ah, nächste, guck mal hier, direkt übersehen. Und da auch noch. Wie das alles fliegt, ne? So. Stuhl. Ist er auch hier hin? Oh ja. Hä? Okay, ich hab Blut fürs Hände. Back where it belongs. Moneten. Nice. Und dann. Hier? Ja. So, der Tisch sieht aus wie neu. Achso, kann ich das hier auch mal eben reintun? Dann kann ich auch besser putzen. Kuh. Ah. Perfekt. So. Zu. Zu. Und zurück. Oh, hier ist noch. Hier habe ich noch übersehen. Okay, das ist halt Cooldown. Ich kann das nicht spammen, ne? Einmal, okay, der ist blut gefärbt. Müssen wir gleich mal sauber machen. Oh, die Stühle hier auch. So. Die drei. Müll.
will da nicht in das Blut reintreten. Respekt vor den Toten. Kann ich von hier oben? Hier ist auch Blut drauf. Ah, musstest du hier alles voll bluten? Muss ich auch noch deinen Müll aufräumen hier? Attacked by surprise. Probably had no idea somebody's after her husband. Okay, machen wir erstmal hier sauber. Jetzt ist ja das, die kleinsten Sachen sind schon erstmal weg. Warte mal, wo ist denn hier der Schwamm? Weiß nicht, ob das besser ist, aber es funktioniert. Wahrscheinlich für diese Oberflächen hier, ne? Und dann hier am Boden wieder. So, den tue ich da hin. So. Ja, wir fischen. Spreiz deine Beine. Zeig die Fotze, lass dich gehen. Es gibt ja dieses, wo die auf dem Eis sind und immer so schrubben müssen. Mit dem Besendinger da. So, was hast du da verloren, ne? Ist das ein Handy? Ich will das Handy aufheben. Ah, mach dich doch mal auf Seite. So. 911 anrufen. Wische das ganze Blut weg, 95%. Wo ist denn noch welches? Ach. Das bisschen hier an der Wand, das ist moderne Kunst. So, was ist das? If you'd ever bought these, maybe you could have saved your family. Knife my wife. Beste Küchenmesser aller Zeiten, 25 Jahre Garantie. Garantie vor allem, Garantie. So, Müll. Gut, da kommst du schon mal mit. Hallo. Multiple stab wounds. The attacker clearly went off the deep end. Did he blame her for her husband's misbehavior? Ich sammle die Leichen für zu Hause. Kann ich die nicht einfach jetzt zu den anderen Stellen hier? Körper wenden. So. Rest in Pepperoni. Rainer. There you go. Wie die aufgeklatscht ist in den Kopf so. Patsch. So, wie kriege ich denn jetzt hier das Ding sauber? Einfach wieder da drunter stellen oder? Fuck. Gehen wir den 3-Sterne-Eimer. Kann ich da alle Dinge reinbumpen? Na klar, rein damit. Starkes rein. Oder kann ich da dreimal starkes Reinigung? Alter, was passiert hier? So? Oh, okay. Verbessert die Leistung des Mobs. Und dann hält der Wasser noch länger. Sehr cool. Mob-Verbesserung und stärkeres, längeres Wasser. So, jetzt müssen wir aber erstmal wieder die Möbel an ihren Platz bringen, ne? So. Natürlich hier alles sortiert hinstellen. Damit wir nichts vergessen. So, dich packe ich wieder ein. So, cool. Der Stuhl dahin. Der Stuhl mal hier drüber hinweg. Dahin. Einer war noch hier drin, ne? Yep. Dahin. Dahin. Und dahin. So, die Gläser müssen natürlich auch wieder stehen.
Draußen ist egal. Wenn draußen was liegt, das ist normal, weißt du? Am Pool hat es keiner perfekt. Aber hier in der Wohnung, da muss das doch alles halbwegs. Ich meine, die haben ja auch Kinder gehabt, ne? Ach, hier. Hier fehlt auch noch ein Stuhl. Aber nicht der hier, oder? Ein Stuhl. Für zwei Stühle fehlen. Ein Stuhl. Das Glas hier. Natürlich wieder hinstellen. Was ist mit das für ein Glas? Doch. Ich guck mal hier. Vielleicht ist der Stuhl hier. Keller. Jesus, that one was tortured. Ich glaube, der Stuhl ist nicht hier. Aha. Kann ich ihn auch noch tortieren? Tortieren vor allem. Ah, fuck. Ja, der stand schon richtig. Wo ist denn der eine Stuhl, der fehlen soll? Ach, hier. GG. So, Erdgeschoss abgeschlossen. Die Tür hier wieder zumachen. Den Vorhang hier kann ich nicht zumachen, ne? Ne. Die natürlich auch. Auch abgeschlossen hier der Raum. DDD, mein Reinigungszeug brauche ich mal. Stelle ich aber hier hin. Da unten ist ja nicht so viel Blut. So. Kollege. Bisschen gesäubert. Hm. This was not a drill. Das war keine Übung. Handy for breaking bones. So. As if one wasn't enough. Schickes Messer. Oh. Schon wieder diese Geister. Bleib tot, Junge. Nicht Moritz bleibt treu, Moritz bleibt tot. Alter, what the fuck passiert mit seinem Kopf? Blut ist ja alles voll. Hallo. Ma. Das Volk der Toten. Kein Respekt vor den Lebenden, ne? Du ahnst es nicht, ehrlich. Na, komm mit. A lot of stab wounds, some drill marks. Easy to see that it was deeply personal. So that must be Mark. Hi Mark. Hallo Mark. Kann ich Mark nicht in die Badewanne werfen, einfach runterspülen? Zusammen mit dem Poolboy. Mark und der Pooljunge. Geil wäre doch, wenn man einfach eine Crime Scene erstellen könnte daraus. Legst du Mark und den Pooljungen einfach zusammen ins Bett. Okay, das funktioniert nicht. Muss gleich nochmal. So. Eine mit dir, Mark. Hi, Mark. Auch ein Mark. Ah, warte. So. Ein bisschen heller machen die Cam. Die Cam. Alter, ich laufe jetzt seit 15 Minuten rum, mache einen Torte sauber und habe Spaß meines Lebens. Ist echt geil, das Game. By the way, wenn ihr es euch auch mal angucken wollt, Demo ist free auf Steam. So. Was läuft denn bei ihm hier? Das lassen wir lieber wieder aus. Was ist hier? Oh. Seife. Ja, die bringt Mark jetzt auch nichts mehr. Hand Soap. Fuck ist das? Stehen. Nehme ich mit. Oh. Good old times. But now I have to deal with Jennifer's body. Ach, das ist sie, Jennifer. Damn, die hat aber einen knackigen Arsch.
viel Toilettenpapier, die Leute. Einen hohen Verbrauch. Umweltfreundlich waren die aber nicht. So, haben wir da unten irgendwas gehabt? Nee. The fuck? Aha. Mal auf hier, das Ding. Oh. Mark hat Moneten gesammelt. Danke, Mark. Danke, Mark. Danke, Mark. Danke, Mark. Danke, Mark. Yes, totally worth it. Danke, Mark. Danke, Mark. Danke, Mark. Wir sind zwar nur $5, aber auch $5 sind $5. Darf man nicht vergessen. Was ist das denn für ein abgemordetes Ding? Hilfe. Wieso haben die so viele Anstecker? Ja. Also. Stromnetze. Kann ich den aufheben? Ich wollte den Stuhl woanders hinstellen, damit er nicht ganz so komisch aussieht, warum da so ein Stuhl unterm Licht steht, aber. Das ist wohl okay. Das? Courtesy. Kochen mit Liebe. Ne. Steht sowieso nicht. So, du kommst mit. Dann widmen wir uns mal oben, weil Erdgeschoss ist geklärt. So. Ach. Hier haben sie angefangen. So, weil ich ausprobieren wollte. Der Schwamm. Kann ich ihn auch da reintunken? Kann ich. So. Den Boden muss man immer schrubben im Teppich. Du ahnst es nicht, ehrlich. Kann ich die Oma auch wegschrubben? Ist das ein Handy? Your concerns were legit. Dad had an affair and fucked the whole family by accident. Omnom 18, Kara, bist du da? Ja, was ist los, Mabel? Ich drehe gerade durch. Warum? Ich glaube, Papa hat eine Affäre. Hab ihn mit einer Frau am Telefon reden hören. Es war nicht Mama, da bin ich sicher. Mach nicht verrückt, Mädel. War wahrscheinlich nichts. Ich weiß nicht, vielleicht hast du recht. Aber vielleicht bin ich auch. Sicher. Ah, ich glaube, du spinnst nicht. Schlage. Achso, ja klar. Aufmachen, Drogenfahndung. Kooperieren Sie, es wird Ihnen nichts geschehen. Es wird Ihnen nichts geschehen. Letztes Stück der Tür. Was ist das für eine Tür, Alter? Mach die. Geh kaputt, du Drecksding. So. Muss ich die auch aufsammeln? Ja, okay. Den kann ich nicht zurückschieben. Also erstmal hier säubern. Ah, wieder alles voller Blut. Mann, oh Mann. So. Deadass, though. Ach, schon wieder alles voller Blut. Das hält aber nicht lange sauber hier. Das Ding. Oh ja, das muss mit dem Schrauben haben. Ja, alles mit dem Schwamm. Das ist eine Heidenarbeit mit dem Schwamm. So. Das haben wir aufgewischt. Das, oh nein, ich hinterlasse Blutspuren. Wo bin ich denn da reingetreten? So, hier wieder zurück machen. There. No one will even notice. Da ist noch Blut am Boden. Zack, hau dagegen. Hä? Der muss zurück. Das klaue ich. Das schlage ich. Holy. So, Müll. My janitor training comes in handy once again. Ich bin nun ganz gewöhnlicher Schulhausmeister.
Das vergessen die meisten immer. Die Lampe muss dahin. Die. So. Zurück, zurück, zurück. Looks fine now. Was ist hier drauf? Nichts, glaube ich. So, der Tisch. Die Axt natürlich. A hatchet will do. Ganz schön sauber dafür, dass keeping calm is the best Mord passiert I could do. Ist. Ah. Hä? Möchte ich den drehen? So. Das Bild natürlich. Da steht das nicht. Kann ich hier? So. I need to be careful so she doesn't fall. Fuck. Ah, Mädel. Na klar. Ach, es sind immer Frauen, die einen das Leben schwer machen. Werde den Müll los. Achso, das ist der erste. Ach, der ganze Stock ist das. Wisch das Blut ganz weg. Okay, was haben wir hier? Boah. Boah, das ist ein geiles Bad. Okay. Hier sind noch Dinger. Kugeln. Handabdrücke. Die müssen verschwinden. Ach, der ist voller Blut. Hast du schon gelesen? Joyful nihilism. Is that what makes this whole ride worthwhile? Tyler Pitt. Hey, Edgelord, entspann dich mal. Ein vollständiger Leitfaden zum fröhlichen Nihilisten werden. Weiß leider nicht, was Nihilist ist. So, die Tasse. Was ist denn das für eine Tasse? Du bleibst nicht stehen. Gut. Dann bleibt der nicht stehen. Sounds like a true role model. Too bad his perfect family is now resting in pieces. Ach. Lara Lavine. Oder Lavine. Wenn sie sich unseren Lesern in einem oder zwei Sätzen vorstellen könnten. Mark, ich bin ein Familienmensch, der mit 46 Jahren noch viele Freunde hat. Lara, ich nenne die jetzt einfach nur Lara. Ist das der Grund, warum ihre App Friends and Family heißt? Ja, im Grunde genommen meine Familie ist Meine Familie ist definitiv das Wichtigste für mich. Ich bin glücklich verheiratet und habe zwei wirklich wunderbare, inspirierende Kinder. Was meine Freunde angeht, ich schätze jedes Gespräch und jedes Treffen sowohl online als auch offline. Sie sind einfach großartig. What do we have here? A compulsive gamer. Ich, so werde ich wohl irgendwann auch mal enden. So, dafür brauchen wir erstmal Priel hier. Nee, ich wollte eigentlich nach der. Genau. Was richtig? The fuck ist das? Ach, so ein Luftreiniger, ne? Wie mache ich ihn an? So, und was ist jetzt das hier? I can remove up to 99% of harmful particles from the air. Ah ja, okay. Ah, wir wischen erstmal die ganze Scheiße hier auf. Ach, schon wieder alles voller Blut am Mob. Mann. Ist aber auch.
Was hat der mit so. Was will der mit so viel Milch? Junge, was ist mit dir? Er dachte, er ist Brook aus One Piece, Alter. Wenn er Milch trinkt, kriegt er neue Knochen und Zähne. Der hat jetzt mehr Knochen und mehr Zähne als vorher. Normaler Mensch hat irgendwie 300 Knochen oder 360 Knochen, was da ist. Er hat 700. Warte mal, das vergesse ich doch safe. Oh, hab ich jetzt schon vergessen, wo das. Ist eine Kerze und leuchtet die Kerze weiß. Wo hab ich denn mein Neonlicht? Ach, die UV-Lampe im Inventar. Fuck. So. Mein Freund. Einschalten. Hä? Ich drück die falschen Knöpfe. So, hinstellen. So. Ah, mehr. Den Stuhl hab ich auch. What the? Krieg ich das nochmal hin? Aber hier oben? Damn! Okay. Auf dem Monitor. Aha. Der Bait ist weg. Na gut, ich heb erstmal deine ganze Milchpackung hier auf, mein Freund. Right into the bucket. Sonst noch Müll? So, den mitnehmen. Hoffentlich reißt er nicht auf. Wieder dreckig. Mein Gott. So, das Blut ist weg. Duk. tut mir leid. Just imagine playing some FPS and ending up with a bullet in your head. Now that's what I call immersion. Ja, 4D. Geh schon mal vor. Oh. Oh, shit. Oh. Das sieht gar nicht gut aus. Ist ja mit Carsten los. So, jetzt geh mal vor. Oh, shit, Alter. Ist das geil. So, hier mal eben. Wait, der hat das Wasser gereinigt? Und muss das nicht ausspülen? Ist der voll. Soll das so sein? Dann brauchst du ja nur einmal ein bisschen was aus der Tube da benutzen. Also aus dem, von der Seife und dann ist das ja immer voll, ne? Oder gehen die Seife jetzt raus? Ah, okay, geht raus. Okay, okay. Ich brauch nur einen. Ich nur meine Reinigungsgedöns. Nehmen wir lieber so. Erweitert die Reinigungsfläche. So, dann wird er nicht so schnell dreckig. Und das Wasser länger sauber halten. So, weil du hier wieder alles dreckig gemacht hast. Die Couch, die gute Couch. Die ist aus Leder, mein Junge. Die Kinder heutzutage darfst du nicht alleine zu Hause lassen, ich sage dir. Mach nur Dreck. Ja, da liegt. Da, mitkommen. Kann ich den nicht darunter legen und den waschen? Aber es kommt keine Polizei, ne? Aber ja gut, kann daran liegen, dass das die Demo ist, ne? Und da kommt sie. So, rein mit dir. No need to thank me.
Krass wäre ja auch, wenn die irgendwie noch so tropfen würden oder so. Aber vielleicht ist das auch hier nach Tatort unterschiedlich dann. Sollen wir eben sie noch mit aufwischen? Hm, macht die hier einen Müll. Kinders. I'm not a garbage man, I'm a trash collector. So. Du musst es ja nachfallen, ne? Das gratis Massage. Hat der ein Gesicht? Zeig mal dein Gesicht. Du warst mal gar nicht so hässlich. Bubas. So. Ich merke, man könnte die auch so reinigen. Mitkommen. Hard to imagine losing a child like that. Entsorgen wir die auch direkt. Hier hat die bestimmt mal heimlich oben die Pornos angeguckt draußen. So, ich glaube, ich bin der einzige Tatortreiniger, der wahrscheinlich mehr Spuren hinterlässt, als vorher da waren. Wenn man mal richtig genau nehmen würde. So, reiner mit dir. Wie die Leichen da reinklatschen, ey. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Verlassen wir den Tatort. So, mal eben. Das hier säubern. Wo ist mein Schwamm? Den säubern wir auch mal. Ich kann sagen, ich habe hier doch noch Müll wegzutun und so. Ah, okay. Der Stuhl yeah, wieder. As good as new. Verdammtes Spiel! So, die muss ich hier einpacken. Wo stand die? Da. Das irgendwo hier. Der wahrscheinlich hier, genau. War das hier? Geld. Fuck. Da liegt noch was. Yeah, it literally killed him. Gamers, brace yourselves. Erste Eindrücke von Retro Junk 1777. Alle Simulator. Ein Sim, um sie alle zu beherrschen? Kein Crunch und ewiges Glück. Interview mit dem CEO von Exploit Soft. So lange spielen kann dich buchstäblich umbringen. Das hat er getan. Klauen. Und beklaut wurde er auch noch deswegen. Boah, sein Router einfach geklaut, der arme Junge. So. Da. Ne, zählt nicht jetzt. Warum das hier um. Da drauf liegt? Okay, I guess. So. Das meine? Ne, das ist ein Streaming nicht, ne? Bild. Ach, der hat sein. Ah. Okay, das hast du mal fertig. Schließen. Hier noch etwas. Sieht nicht so aus. Wieso haben die eigentlich überall Kerzen an? Also, die Tür ist im Arsch. Die schließen wir. Müllsäcke habe ich nur runtergeworfen, ne? So, kann ich noch mehrere nehmen? Nein. Dich packe ich wieder ein. Dich packe ich wieder ein. Meinen Dreck wische ich auf. Erdgeschoss, hier habe ich noch Müll. Hier haben wir noch Müll? Oder Keller? Der Keller zählt nicht dazu. Ah,
Hier vorne. Ach, das ist der Teller, der wahrscheinlich kaputt gegangen ist, als ich ihn runtergeworfen habe, ne? So, schließen. Was der Hell, der Mülleimer, der Müllbeutel. So. Ich merke, wir lassen den Müll einfach zurück. Leichen uns weg, aber der Müll ist noch da. Hier hat jemand den Tatort gereinigt. Woher wissen die das, Chief? Er hat die Müllsäcke liegen lassen. Das wäre so ein nackte Kanone-Shit. So, ich frage mich jetzt gerade mal eben. Muss ich nicht mehr hin und her rennen? Hoffentlich. So. Zack. Wo ist der Müll hingeflogen? Verdammt. Ah, da. In den Büsche ist natürlich. Krieg ich den ins Auto geworfen? Von hier aus? Okay, von hier aus aber. Ah? Damn! Holy moly! So. Gute Nacht, meine Damen und Herren. Ich war Ihr Tatortreiniger. Wenn Sie mich wieder brauchen, dann rufen Sie an. So, soll ja kein Nachbar hier auf dumme Gedanken kommen. Aber warte mal, die große Haustür müssen wir noch schließen, ne? Wenn, dann verlassen wir den Tatort ja auch richtig. Hinterher guckt hier noch irgendein Nachbar oder sieht irgendwer irgendwie was und denkt sich, oh, warum steht die Tür da offen? Die war natürlich zu. Hier sind auch zu. Hinter mir war ich natürlich auch zu. So, die sind nur im Urlaub gefahren. Ich bin der Babysitter. Ich verabschiede mich von diesem Ort und tschüss. Eine Stunde eins, ey. Das ist jetzt gut oder schlecht? Leichen 0, Aufräumen 450, gestohlene Gegenstände 4800. Beweise alle gesammelt. Plus Bargeld. Geldgewinn 11.000, Mission erfolgreich, Reinigungsbewertung 100%. Ich finde, wir haben einen guten Job gemacht. Oh, das war's schon. Okay. Lieber Spieler, danke, dass du den Crime Scene Cleaner ausprobiert hast. Wir hoffen, dass dir diese Erfahrung gefallen hat und du Spaß beim Reinigen des Tatorts hattest. Leider war das alles, was es zu sehen gab, aber wenn du möchtest, kannst du dir die Demo immer wieder spielen, bis du zufrieden bist. Und denk daran, das vollständige Spiel wird noch mehr Funktionen zum Erkunden haben. Vergiss nicht, Crime Scene Cleaner auf deine Wunschliste hinzuzufügen. Schon längst getan. Und bitte beachte deine Wunschlisten und bei der weiteren Spieleentwicklung helfen wird. Teile uns deine Erfahrungen mit, teile deine Gedanken zu Crime Scene Cleaner mit uns über Steam oder Discord. Wir würden gerne von dir hören. Nochmals vielen Dank und wir hoffen, dich zur Veröffentlichung des vollständigen Spiels wiederzusehen. Und mit diesen Worten kann ich mich nur verabschieden. Ich hoffe, euch wiederzusehen, wenn wir den Crime Scene Cleaner spielen, wenn er rauskommt. Es macht mega Bock. Ich bin gespannt, was es in Zukunft für Tatorte geben wird, wo unsere Dienste noch weiter gebraucht werden. Und danke fürs Einschalten. Haut rein. Macht's nicht gut, macht's besser. Und tschüss, passt auf euch auf. Nicht, dass ihr der nächste Tatort werdet.